Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Abwasserfrage. Genau, Teichbau, Abwasser. Liebes MK-Team, leider ist die Kanalanbindung für das Abwasser vom Bürstenfilter 3 x 1,5 Meter, 30 Zentimeter über dem Wasserniveau. Es gäbe noch einen zweiten, ca. 30 Meter entfernten Anschluss, der ca. 1 Meter bis 1,5 Meter tiefer läge. Ist es nun besser mit einem extra Schmutzkammer, 1 Meter tief und 80 cm Durchmesser als PE-Behälter unter dem Bürstenfilter und einer Oase Mud Drain den Code in diese 1,3 Meter entfernte Kanalisation zu führen, oder sollte man eben diesen 30 Meter langen Graben mit 3% Gefälle graben? Wie sieht es bei Frost aus? Gibt es sonst noch etwas, was man berücksichtigen müsste? Danke für die Beantwortung und macht weiter so. Von No Name. Lieber No Name, da kann dir einer was drüber erzählen, der Erfahrung mit hat. Ich hatte erst auch keinen Bürstenfilter, den habe ich dann aber relativ schnell nachgerüstet. Als ich die Anlage gebaut habe, selbstverständlich, ich hatte alles da und Rinne und Zeug und Entwässern. Aber als dann der Bürstenfilter drin war, hat auch die Tiefe der Abwasserleitung nicht gereicht. Da wäre so viel im Bürstenfilter drin stehen geblieben. Was habe ich dann gemacht? Ich habe nebendran einen 3 Meter tiefen Sumpf gebaut. Warum 3 Meter tief? Dass ich den Bürstenfilter auch ziehen kann und ein gewisses Reservoir habe, wo es erstmal reinschießt, ja, und bis dann die Mud Drain von Oase anfängt richtig zu pumpen und zu arbeiten, dass also das Wasser richtig schnell aus dem Bürstenfilter rausschießt, weil das ist ein großer Vorteil. Also ich würde jetzt nicht nur aus dem Ding raus pumpen, sondern wirklich mit einem 100er Zugschieber und dann nebendran in eine Hebeanlage, aber wirklich wo mal 1000 oder 2000 Liter sind es, glaube ich, bei mir, die da erstmal rein können. So, und ich hätte auch einen riesen Aufwand betreiben müssen und bei 3% Gefälle, ja, hallo, 30 Meter, hallo, und das dann noch auf Tiefe vom Ding, also da brauchst du wahrscheinlich dann Stützwände, ja, da denkt wahrscheinlich dein Nachbar, du gräbst jetzt einen Drogentunnel oder sonst irgendwas oder willst 20 Kilometer entfernt dich in die Sparkasse einbuddeln. Ja, Spaß, das macht keinen Sinn. Ja. Wichtig ist, du kannst, wie tief nachher, also ich habe diese normalen, was sind das, 2 Zoll Schläuche? Ja. Ja, 2 Zoll Schläuche, 2 Stück und mach gleich 2, ja, weil ich habe auch 2 Mud Drains und dann haust du richtig Wasser weg. Dann geht es richtig ratzifatzi. Mach 2 oder mach eine 100er Rohrleitung, geht auch, wo du dann, so habe ich es, Quatsch, Blödsinn. Ich habe eine 100er Rohrleitung und da gehen 2 63er Schläuche drauf, ja, so, aber schön mit Y-Stück und nicht mit T-Stück. Da gehen die 2 Schläuche drauf und die Leitung liegt nachher vielleicht so viel unterhalb von der Rasenoberkante, von der Grasnarbe. Wichtig ist, leg sie nicht waagrecht, dass also kein Wasser drin stehen bleiben kann, sondern leg sie ganz leicht in eine Richtung mit Gefälle, dass entweder die letzten 3 Liter zurück in deine Sickergrube fließen oder in die Kanalisation. Wobei auf der anderen Seite, selbst wenn du die waagrecht legst, ja, das bleibt ja nicht voll, wenn du nicht irgendwo eine 2-Siffung hast. Frostmäßig passiert ja gar nichts. Also ich würde pumpen. Unser Sponsor Oase hat dann 2 Mud Drains verkauft. Wobei die Dinger wirklich pervers sind. Brutal. Was die weghauen mit den Dingern, wird auch hier das Gebäude, weil hier ist genau das Gleiche. Das Untergeschoss ist quasi unter Wasser und da muss immer das Grundwasserpegel niedergehalten werden. Und das ist Wahnsinn. Das machen die jetzt seit Jahren ohne Störung, ohne alles. Kosten wirklich nicht viel und haben eine Leistung, die ist fuck. Wirklich gigantisch. Also vielleicht den Behälter noch mal ein bisschen größer machen, weil der, glaube ich, nicht reicht. Da sollte auf jeden Fall dein, ja, gesamter Bürstenfilterinhalt reinpassen. Und dann nicht der ganze, aber also der halbe. Einen großen Großteil. Weil wenn du mit 2 Mud Drains arbeitest, dann fliegt es auch relativ schnell weg. Genau. Danke. Tschüss. Ciao.